Ja, moin zusammen. Ich bin Daniel vom Johannshof und hier im Hintergrund seht ihr unsere neu eingestallten Bruderhähne. Das sind quasi die genetischen Brüder unserer Legehennen und die gängige Praxis ist es eigentlich in Deutschland, dass diese Küken als Eintagsküken schon geschreddert oder halt vernichtet werden. Wir wollen das nicht, dass das mit den Brüdern von unseren Legehennen passiert und deswegen mästen wir die hier. Bis zu einem Alter von circa 5 Monaten. Und in dieser Zeit kriegen sie hier natürlich gutes Demeterfutter und Weideauslauf. Und dann mit 5 Monaten sollen sie hier auf dem Hof von einem mobilen Schlachter geschlachtet werden. Genau. Diese Bruderhähne sind nicht wirklich wirtschaftlich zu mästen, weil sie als Legerassen kaum Fleischansatz haben und relativ lange brauchen, bis sie überhaupt ein Schlachtgewicht erreichen und natürlich dann dementsprechend auch viel Futter fressen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann am Ende auch eins von diesen Brathähnchen dann kauft oder eins von diesen Hähnchen kauft, auch wenn die ein bisschen teurer sind, weil statistisch gesehen müsste man bei einem Eierverbrauch von 250 bis 300 Eiern auch einen von diesen Hähnen dann verspeisen.